damals gab es den Begriff Sith noch nicht. Der Begriff Sith taucht in der Originaltrilogie niemals auf. Ja. Sondern ist erst in der neuen, ja. Also in den Episode 1 bis 3. Ja. Und als Timothy Zahn die Thrawn-Trilogie geschrieben hat, gab es diesen Begriff noch nicht. Deswegen ist überall immer nur von einem dunklen Jedi die Rede. Ja. Was ich auch knackig genug fand. Aber ja. Ich bin auch oldschool. Also ich guck mal gerade, ob es noch Filme aus dem Ersten Weltkrieg hat man, glaube ich, jetzt alle, die hier genannt wurden. Wie sind wir eigentlich von Filmen aus dem Ersten Weltkrieg auf Star Wars gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Wir kommen immer so... Ah, ich darf! Wir kommen immer so vom Hölzsche aufs Stöcksche. Ja, jetzt gucken wir doch mal hier mal ein bisschen mehr wieder Aufmerksamkeit hier auf die Spielhandlung. Du brauchst keine Aufmerksamkeit. Du machst das schon. Du musst alleine. Die Infos bringen und ich bring uns vorwärts. Eins, immerhin. Ja, ich hatte die Hoffnung, dass zwei oder drei Sterne musst du geben. Ja. Eines der neuen Flugzeuge. Wie viele Flugzeuge haben wir jetzt eigentlich? Nein, das ist leider eins von den alten gewesen. Oh, okay. Das ist unser neues. Ja, aber das eine muss er jetzt ja wohl. Das ist mein Plan. Ja, hat er. Hat er auch. Sieht man nicht. Zwei Buckelsche. Das war der Plan. Das dürfte jetzt das dritte sein, weil wir hatten vorher schon eine Infanterie angegriffen. Ja. Wir haben jetzt drei Stück da und zwei Stück rechts. Problem ist, hier haben wir einen Panzerzug, der mir ziemlich die Laune vermiest. Hm. Irgendwie, ich dachte, wenn die auf Schienen sind, dass die dann ein leichteres Ziel sind. Der ist nur aus 5 Einheiten, das ist ein bisschen schlecht. Oh. Das merkt man. Naja, das ist dann so auf der Grenze. Da macht ein weniger schon gleich direkt was aus. Komm weg. Oh, immerhin. Wie? Mann. Beim letzten Flugangriff hat er 3 Schaden gemacht. Hm. Okay. Vielleicht stand sie da noch auf der Straße. Nein. Merkwürdig. Vielleicht hat er Gegenwind. Das ist jetzt eine Verteidigungshandlung. War. Dafür, dass die auch irgendwie keine... Ja, die waren auf der Straße. Ah. Das macht massiv was auf, offensichtlich. Ja, erster Schuss und weg. Ja. Also, dass wir keinen Schaden kriegen, ist mir vorher nie aufgefallen. Fährt mir den Panzerzug ganz nach oben. Vielleicht, okay, will er oben verteidigen? Nee, weil seine, weil unsere Flugeinheiten ihn nerven. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, den kriegen wir. Okay, hier hat der Frank Rost hat noch ein paar Filme geschrieben. Bataillon der Verlorenen, Die große Parade, Manfred von Richthofen, Der rote Baron. Ja. Stoßtrupp 1917, gilt als umstritten. Westfront 1918, 4 von der Infanterie und Wings. Hm. Also gut, der rote Baron war ja Flieger. Ja. Kennt man? Ja. Manfred von Richthofen. Und der war, also rein aus dem Ding, der hat es auch noch rot angemalt. Weißt du warum? Warum? Damit der Gegner ihn sieht. Damit er Angst hat? Nee, oder? Damit er mehr Abschüsse kriegt. Ach, damit der
Damit er auf, damit die Gegner kommen und ja. er die abschießen kann. Ja, und er hatte schneller dieses. Das war auch wiederum, weiß ich jetzt nicht, also zumindest nicht mehr. Und er hat einen Co-Pilot, der war, glaube ich, gelb angemalt. Also sein Co-Pilot, wie sagen wir, Wingman. Mhm. Flügelmann. Flügelmann. Heißt der so? Flügelmann. Im Deutschen? Telefonmann. Nein, Flügelmann. Ich glaube, Flügelmann heißt es im Deutschen. Also, und der war knallegelb. Aus genau demselben Grund, weil. Damit der getroffen wird. Nee, dass nee. Auch der die anzieht, also dass der Feind zu ihm kommt. Mhm. Ja, und dann. Und die, weil die so furchtlos waren, waren die auch so gefürchtet. Mhm. Weil der hat im Endeffekt gesagt: Ich habe überhaupt nichts zu verlieren. Komm ruhig her, schieß schon so ab. Ja. Komm her, komm einfach her, du bist tot. Und wenn du halt so jemanden hast, dann ist es schon. Natürlich musst du dann auch gut sein. Also, wenn richtig peinlich ist, wenn du dann so. Komm doch, bumm, oh Mist. Ja. Hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Aber so mit der entsprechenden Portion Arroganz kann man sowas schon wuppen, ja. Der Flieger da ist aber echt blöde. Guck ich mal. Der verlorenen Antikriegsfilm an der österreich-italienischen Gebirgsfront spielt er. Ja, der Film entstand noch während des Vietnamkriegs. Einem marxistischen Schema folgend stellen die Generäle die herrschende Klasse dar, die einfachen Soldaten sozusagen die Unterklasse. Während die Offiziere die intellektuelle Mittelschicht bilden. Klingt kompliziert. Aber kann er meinen Unmut Ausdruck verlieren? Geht nicht. Der schon, der andere kann nicht über Schienen fahren, auch wenn die Straße doll geht. Wer kann nicht über Schienen fahren? Der da. Der kommt da nicht raus. Dann müssen wir den Transportzug dahin fahren. Ich wollte gerade ein Transportfahrzeug bauen. Mhm. Sind aber im Bewegen-Modus. Ja, dann. Arr. Ja. Also jedenfalls Bataillon der Verlorenen, ein sozialkritischer Antikriegsfilm mit marxistischen... Aber Vietnam. Ja, weiter zur Zeit des Vietnamkriegs, deswegen dieser marxistischen Sachen... Also ein Film über den Ersten Weltkrieg, um den Vietnamkrieg zu kritisieren. Quasi, ja. Klingt irgendwie kompliziert. Ja, es sind ja schon wieder diese denktechnischen Anstöße da. Ja. Die große Parade. Das ist ein US-amerikanischer Antikriegsfilm von 1925. Ja, US-Amerikaner lässt sich von der Kriegseuphorie anstecken, meldet sich als Freiwilliger. Lebt in einem französischen Ausbildungslager, führt er und andere Rekruten ein scheinbar sorgenfreies Leben. Und dann kommt es halt zum Kampf. Jims Freunde sterben in der Schlacht von Below Wood. Ihm muss ein Bein amputiert werden und wird als Invalide wird in die Heimat geschickt. Mit Liebesgeschichte und so. Gilt als der erste realistische Kriegsfilm, der den Heldentod nicht glorifiziert, sondern verurteilt. Er ebnete damit den Weg für Produktionen wie Im Westen nichts Neues, Westfront 1918 und zahlreiche weitere Antikriegsfilme. Ja. Im Westen nichts Neues hat man ja schon und Westfront 1918, Vier von der Infanterie, ist ein deutscher Antikriegsfilm.
aus dem Jahr 1930. Auch wieder mit Liebe, Beere und Schmutz, Todesgefahr. Und der Soldat kehrt von Fronturlaub in die Heimat zurück und erwischt seine Frau im Bett mit jemand anderem. Das ist natürlich auch ziemlich übel. Ja. Ah. Und er schießt vorne zurück. Also die gleich auf unsere Infanterie. Ja gut, ist jetzt der eine macht nicht so wahnsinnig viel Schaden, aber trotzdem. Apropos nicht so wahnsinnig viel Schaden. Voll ausgebaut. Die Flugzeuge sind schon schön, aber so richtig effektiv waren sie noch nicht. Ja, ich habe mir mehr Fronten vorgestellt, ich gebe es offen zu. Kommen denn noch andere Flugzeuge oder war das jetzt alles? Naja, es gibt noch jede Menge andere Flugzeuge in der... Ein Vögelchen sang mir, dass, glaube ich, in Mission 7 das nächste neue Flugzeug kommt. Und wir sind in 5. In 5, genau. Vielleicht ist das dann stärker. Ja, um ihm weh zu tun, macht es irgendwie Spaß. Aber es ist jetzt nicht so... Ich habe mir gedacht, das hat... Es ist mehr so, wir treten ihm den Rasen kaputt. Ja. Wir haben jetzt 5 Stück gebaut irgendwie und die sind alle nett. Wir können damit ein paar Artillerie wegbauen. Das ist schon wahr. Ja, also das nächste Flugzeug hat... Ist ein bisschen besser, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Etwas größere Reichweite. Ja, gut, Flugzeuge waren im Ersten Weltkrieg halt einfach keine beherrschenden Waffen, muss man mal so sagen. Das war halt mehr so, im Zweiten Weltkrieg war das dann schon mehr. Ja, vor allem musst du echt aufpassen, schau mal, du hast so eine popelige Maschine, ja. Und da kommt jemand unten, der denkt so, oh, da oben fliegt einer, ich nehme mal mein Gewehr. Bumm, oh, ist er tot, toll. Ja. Also das war jetzt irgendwie so. Ja. Das waren ja alles noch Leichtbau. Ja. Weisen, Stoff und Holz und so weiter. Davon ja war langsam genug, du kannst da zielen. Ja. Da gab es ja im Zweiten Weltkrieg hast du die ersten Düsenflugzeuge gehabt. Die waren dann so schnell, da hast du nichts mehr mit. Ja. Und da hast du ja vor allem auch geschlossene Kuppeln gehabt und sowas. Da konntest du dann von unten nicht mehr so ohne weiteres. Da musstest du schon mit dem MG draufhalten. Ja, und hoffen, dass er abfällt, ja. Ratz. Ja. Hier noch zu Westfront 1918. Interessant ist, der kam noch in die Kinos in Deutschland. War 7 Monate vor Im Westen nichts Neues. Okay. Der dann nicht mehr in die Kinos kam. Ja, der wurde erst 1933 verboten. Weil er, Zitat, eine ganz einseitige und deshalb unwahre Darstellung vom Krieg zeige. Und das... lebenswichtige Interesse des Staates, den Wehrwillen des Volkes aufrechtzuerhalten und zu stärken, gefährden würde. Mhm. Also im deutschen Fernsehen wurde er erstmals 1970 gezeigt. Im Fernsehen? Ja. ZDF. 23.05 Uhr am 19. Dezember. Da steht sogar die Uhrzeit und die... Ja. Ein Hoch auf Wikipedia. Manche Sachen total detailliert, andere nicht, aber ich meine, es ist dann halt so. Regisseur war G.W. Papst, der sagt mir irgendwas. Was hat denn der noch gemacht? Der Papst, das wollte dir auch was sagen. Die weiße Hölle vom Piz Palü ist von denen. Die Drei-Groschen-Oper, Don Quixote. Okay, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Dann sagen wir nichts. So, was gab's hier noch? Stoßtrupp 1917. Umstrittener Film. Bin ich jetzt mal gespannt.
Ah. Hagen, ich bin erfreut, das zu sehen, was ich da sehe. Ja, das Problem ist, hier links ist die Sache relativ entspannt. Das war, am Anfang sah das noch so aus, ja, als wäre da links das Größte. Ja, und jetzt baut er hier aber Elite-Infanterie wie irre. Ja, dann müssen wir ihn jetzt mit Artillerien. Ruhst uns da auch gut an. Wollen wir von links Artillerien nach rechts schaffen? Noch weitere? Ja, deswegen habe ich unser Transporter mal nach rechts angefangen und den Schienen, weil der, bis mir da jetzt irgendwie, also ja, wir fahren auch noch was rum. Mhm. Und zwar, was wir fahren, ist den da rein, mhm, und mit dem dann nach hier oben, dass wir da ein bisschen nachschieben. Ja. Ja, weil wir sind hier fast an dem und dann auch schon hier oben gut dabei. Wir könnten natürlich auch einfach rechts den ganzen Mist ignorieren und sein Hauptquartier einnehmen. Das werden wir nicht hinkriegen, weil das Problem ist, er zieht von rechts hier relativ schnell rüber. Ja. Der Weg ist nicht weit. Und oben ist das Schienengeschütz und so weiter. Der Weg ist nicht weit. Ja. Wir müssen auf jeden Fall das Schienengeschütz noch mit den Fliegern angreifen, was jetzt nicht das Riesenproblem sein dürfte, aber er hat hier immer noch seinen dusseligen Panzerzug. Mhm. Der tut schon Aua. Müssten wir irgendwie mit einer Artillerie am besten angreifen. Vielleicht machen wir mal so einen Stapel kurzer Artillerien. Deswegen da. Ja, das Problem ist, Stapel ist schön gesagt, aber guck mal auf unsere Ressourcen. Ja, ich habe. Ja, wir nehmen ja jetzt gleich die Fabrik ein. Ja, und so. Also ich glaube schon, dass das was wird, also da oben, aber das muss man jetzt auch nicht übertreiben. Ja. So, noch Stoßtrupp 1917 ist ein deutscher Kriegsfilm. Er ist ein NS-Propagandafilm aus dem Jahr 1934. So viel zum Thema umstritten. Zeigt den Alltag der deutschen Soldaten des Weltkriegs an der Front und den Gräben der Westfront. Großer Kassenerfolg mit Millionen Zuschauern. Oh. Ach, siehst du? Also sprich, auch die Deutschen, und das war ja, ich meine, Stoßtrupp 1917, also mhm, zwischen, also NS-Zeit, das waren ja 20 Jahre, ne? Also mhm, rein strategisch waren das so Pi mal Daumen 20. Ja. Und nach 20 Jahren fanden die es immer noch nicht so schlimm. Also das ist ja so der Grundaussage. Millionen von Zuschauern guckten den an. Ja, das wurde ja, es wurden ja die soldatischen Traditionen des Ersten Weltkrieges, die Truppe im Feld ungeschlagen, nur von hinten. Niedergemacht, und genau. Und dann sind es natürlich Heldenfilme über Soldaten im Ersten Weltkrieg. Immer, ich mein, gut gelaufen, ja. Wenn im Volk verbreitet die Ansicht gewesen wäre, dass das Krieg und der Erste Weltkrieg, dass das alles schlimm war, dann wäre auch den Zweiten wahrscheinlich nicht gegeben. Aber ja, da ja mehr so, da ja die Bevölkerung von dem Krieg quasi nichts mitgekriegt hat. Ja. Und die Träger, jetzt muss man sagen, der Nationalsozialismus war ja quasi eine Jugendbewegung. Das heißt, der wurde ja nicht getragen von den ehemaligen Frontsoldaten. Ja. Sondern gab es nur so ein paar. Also es gab natürlich auch so Bünde von Frontsoldaten, ja, so ewig gestrige quasi. Aber es war mehr so die Jugend, die den Einsatz der Soldaten im Ersten Weltkrieg glorifiziert hat, weil sie halt von dem, was tatsächlich da passiert ist, nichts mitgekriegt hat. Ja. Cool. Dann drück doch nochmal F1. Mhm. Weil. Also. Gleich. Also. Aha. In ungefähr wenigen Sekunden. Ich vermute, er wird mit 2 Einheiten angegriffen. Zwei Einheiten hat er, glaube ich. Er vergleicht unseren Flieger nochmal. Ja. Der tut mir weh. Der tut mir weh, der war ärgerlich. Nicht nötig und ärgerlich. Ah, sie haben einen getroffen. Ja, wir haben auch zurückgeschoben. Ich kann ihn noch nicht reparieren, nicht so. Ja. Und der war ärgerlich. Und großartig, es geht voran. Mhm. Die nächste Fabrik ist unsere. Ja, dann würde ich sagen, dann ist das doch eine gute Stelle, um mal eine Pause einzulegen. Jawohl. Wir haben schon viel erreicht. Wir haben unsere Stellung gesichert. Wir sind auf dem Vormarsch. Der Feind ist auf dem Rückzug. Und genau an der Stelle machen wir doch beim nächsten Mal weiter. Jawohl. Und freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch und freuen uns auf viele Kommentare. Sagen bis hierhin schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann, Ad Astra. Nein. Jetzt doch, letzten Schuss. Eigentlich waren es ja fliegende Granaten. Ja.
Davor guckst du raus, weißt du, dein Schal fliegt nach hinten oder so. Also